Hallihallo und herzlich willkommen bei Dianas Kreativoase. Ihr Lieben, heute habe ich mal eine Karte für euch, und zwar eine Peekaboo-Card. So sieht sie aus. Und wie die gemacht wird, das möchte ich euch gerne zeigen. Du benötigst ein Stück Farbkarton. Ich habe mich für schwarz entschieden. In den Maßen von 29,7 x 14,5 cm. Also das ist ein kompletter DIN A4 Bogen auf 14,5 cm geschnitten. Und das ist gefalzt bei 9,8. Dann drehst du das Ganze um 180 Grad und falzt das Ganze nochmal bei 9,8 cm. Dann siehst du, hier ist ein Stück Platz, aber das soll auch so sein, weil anders, wenn ich das jetzt 9,9 mache, so habe ich das auch gemacht gehabt, dann geht die Karte nicht, also die Karte schließt nicht schön. Das hat mir nicht gefallen und deshalb 9,8 cm. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Von vorne sieht man es eh nicht, weil die ja noch bearbeitet wird. Genau. Was wir auch direkt machen. Und zwar von, also das ist hier meine Vorderseite. Da mache ich mir mit dem Blei eine Markierung bei, also hier oben bei 3 cm. Und das gleiche machst du hier unten auch nochmal bei 3 cm. 14,5 geteilt durch 2 sind 7,25. Das markierst du dir auch nochmal. 7,25. So. Dann nimmst du dir den Papierschneider. Schneidest von dieser Markierung zu der ersten, also zu der Markierung hier unten. Das positionierst du dir in der Falzlinie hier, in der Mulde. Und die andere Seite machst du genauso. Das war's schon. Sieht es jetzt aus. Jetzt kannst du dir natürlich hier das Ganze noch ein bisschen abrunden. Ich habe die Dreifachstanze genommen. Also auf diese, hier in die Mitte, kommt ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß. Ne? Das kommt hier mit in die Mitte. Da warten wir aber noch. Und auf diese Seite kommt ein Stück Designerpapier in den Maßen von 14 cm mal 9,3 cm. Also 14, 9,3. Das kannst du hier aufkleben. Wenn du die Ecken gerne abrunden möchtest, dann mach das jetzt, weil ansonsten ist beim Designerpapier nicht die Ecke abgerundet. Ne? Also wenn du das so magst, dann mach das gleich. Ansonsten kannst du das gleich aufkleben, was ich jetzt auch mache. Aus den lagenweisen Kreisen nehmen wir uns den 6 kleinsten, oder ja, ich sage jetzt mal den 6 kleinsten Kreis raus. Den positioniere ich mir jetzt irgendwie hier auf die Vorderseite. Guck, dass eben halt hier vorne, dass es gleich ist. Ja, ist einfach schöner. Ich tanze das jetzt mal durch. So sieht es aus. Auf diese Seite. Da wird jetzt erstmal, ne, einmal umklappen. Dafür nehme ich mir, Moment, wo ist er denn? Den viertkleinsten Kreis, der wird dann hier
ausgestanzt. Dann nehme ich mir aber ein bisschen Washi-Tape. Ich positioniere mir das jetzt erst hier mal so drauf, ne? Und gucke eben, dass an den Seiten der Abstand einigermaßen gleich ist und mache mir mit der Markierung, fahre ich dann hier so den Kreis mal nach, weil ich die Karte ja öffnen muss und lege mir das Framelits an die Markierung und befestige die mit dem Framelit, damit die jetzt nicht verrutscht. Ich befestige sie mit dem Framelit, klar. Mit einem Stück Washi-Tape. So, das wäre dann auch gemacht. Das kann weg. Hier vorne auf die Vorderseite möchte ich natürlich, das möchte ich nicht so nackig haben. Da benötigst du den zweitgrößten Wellenkreis und den sechstgrößten Kreis, den wir hier, also den sechstkleinsten Kreis, den wir hier ausgestanzt haben. Ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß. Dann legst du den Wellenkreis und den normalen Kreis so schön aufeinander. Und der passt auch wirklich, die passen wirklich zusammen, die beiden. Und das gibst du dann so durch die Big Shot. Und dann kommt das hier raus. Und du siehst, alle Seiten sind gleich. Und es wird hier so draufgeklebt dann. Das kommt weg. Dafür nehme ich ein bisschen Tombow. Das war's. Ne? So sieht es dann aus. Und jetzt kommt der Farbkarton hier in Flüsterweiß. Den gibst du jetzt einfach mal, beziehungsweise den positionierst du dir so, wie du den auch einkleben würdest. Und machst dir, klappst die eine Seite zu. Machst dir einen leichter Kreis mit dem Blei. Dann habe ich mir mit den Framelits Bienenstock einmal die zwei Waben hier ausgestanzt. Bei dieser Karte habe ich das in Mangogelb einfach ausgestanzt. Aber das mag ich jetzt bei diesem ein bisschen anders machen. Und zwar lege ich mir einfach hier die Waben drauf, ich nehme jetzt mal Ananas, Fingerschwämmchen, so. So, dann gehst du mit dem Fingerschwämmchen hier einmal in die Farbe. Und Moment, ich nehme mir gerade mal so ein kleines Schmierplättchen, damit ich, ja, genau, gucken kann. Ich lege mir das hier unter den Farbkarton. So, und dann gehe ich einfach hier auf den Farbkarton einmal so drauf und guck, dass es nicht so verschiebt. So, bleib drauf liegen. Dann nehme ich mir noch das Stempelset in Mangogelb, dass es nicht allzu langweilig wirkt dann. Ja, es soll immer noch, uiuiui, kannst du ja aber dann nochmal schön nachpositionieren, wenn es jetzt wirklich so verschoben ist wie bei mir. Ist jetzt kein Weltuntergang. Dann kannst du einfach hier noch so ein paar Akzente oder auch nochmal ein bisschen mehr Farbe hier reinbringen, dass es ein bisschen goldig aussieht. So sieht es dann aus. Ich finde das ein ganz, was mal was ganz anderes. Ich wollte jetzt eben die Karte Ihnen
ein bisschen anders gestalten, doch irgendwo gleich, aber mit einer anderen Technik. Und da kam mir das eben sehr gelegen. Das hier kann man jetzt einfach nochmal anlegen, wie man das mag. So dann einfach auf die weißen Linien legen, ne? Du verstehst, was ich meine. Und dann einfach nochmal ein bisschen von der Farbe hier drauf geben. Ja, ich mache jetzt was, das sollte man eigentlich nicht, ne? So. So sieht es dann aus. Und das mache ich jetzt auch hier unten. Hier oben vielleicht noch ein Stück. Und dann melde ich mich wieder zurück. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt kann es losgehen eigentlich. Jetzt kann man das eigentlich auch schon in die Karte reinkleben. Und zwar nehme ich dafür auch den Tombow. Dann habe ich mir mit dem Stempelset Honeybee diese beiden Bienen hier aufgestempelt und natürlich direkt dann auch schon mal ausgestanzt. Das ist einmal hier. So. Ja, jetzt weiß ich nicht, mache ich hier drei rein oder wird es dann zu viel? Ich glaube, ich lasse mal mit den beiden hier. So, vielleicht. Ja, und dann habe ich mir noch einmal diese Blüten hier einmal aufgestempelt. Den Stampin' Write Marker in Ziegelrot und Pfauengrün. Den Ziegelrot für die Blüte. Natürlich ein Stück Restfarbkarton in Flüsterweiß. Also mit der Pinselspitze mache ich das Ganze, ne? Und hier dann einfach den Stängel und den Blättern in Pfauengrün. Wenn das jetzt ein größeres Motiv ist, dann wird es einmal angehaucht, weil die Farbe, die erste Farbe, die ist dann wahrscheinlich schon ein bisschen angetrocknet und durch den Atem wird es wieder befeuchtet. So, und dann einfach hier aufgestempelt. So sieht es aus. Und dann kannst du es einfach ausstanzen. Das ist schon der ganze Trick. Und das habe ich natürlich auch schon mal vorbereitet. So sieht es aus. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das hier unten machen soll, weil die Blätter sollte man ja nicht sehen, wenn ich der hier das Fenster zuklappe. Ne? Also sollte das eigentlich hier so sein. Na, bleibst du. Und die Biene finde ich, ist jetzt hier unten ein bisschen zu groß. Ich glaube, dann würde ich dann eher doch die kleinere Biene hier nach unten und die größere dann nach oben. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Das klebe ich mir jetzt einmal auf. So sieht das Ganze dann fertig aus. Dann stemple ich mir hier in die Mitte noch einen Spruch. Dafür kannst du auch gerne die Klappe einmal zuklappen. Hier eine Stanze. Und nehme mir das Stempelset. Was nehme ich mir denn da jetzt? Dann nehme ich mir das Set mit Liebe angehängt. Und zwar hier diesen Spruch, aber nur die Schrift. Das kommt einfach einmal auf einen Block. Und dann nimmst du dir den schwarzen Blend, also die Pinselspitze, und färbst dir den Spruch einmal ein. Ich glaube, das mache ich so nett. Ich mache mir hier oben nochmal die Markierung mit dem Bleistift. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Und jetzt muss ich mal gucken, könnte. Ja. Und stempel mir den Spruch so hier rein und hoffe natürlich jetzt,
dass es auch wirklich die Mitte ist. Du könntest das natürlich auch jetzt mit dem Stamparatus machen, aber ja. Ja, das ist okay so. Hier habe ich ein bisschen gekleckert, aber da kann man ein Steinchen drauf machen. Ne? Genau. So, das machen wir auch gleich. Damit die Karte geschlossen bleibt, kannst du anstatt eines Magneten, was ich nicht mag, was man hier dann sieht, auch den Tombow-Kleber nehmen. Der klebt natürlich ja auch non-permanent. Das heißt, wenn du hier einen kleinen Farbklecks auf die Spitze hier oben machst, macht es dann nicht allzu dick, dann trocknet es auch schneller und dann wartest du eine Zeit, weiß jetzt gar nicht genau, wie lange das bei mir letztens gedauert hat. Und dann kannst du das immer wieder ablösen. Ne? Also hier habe ich einfach einen kleinen Klecks dran gemacht. Den habe ich trocknen gelassen. Und so kannst du die Karte halt auch immer wieder öffnen und schließen. Ne? Das kann der Tombow natürlich auch und deshalb finde ich den so klasse. So. Ihr Lieben, das war mein heutiges Video für euch. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen und ich finde jetzt auch ganz persönlich diese Karte von der Innenseite ja ein bisschen schöner irgendwie. Ja, aber das ist natürlich Geschmackssache. Das ist eigentlich die gleiche Karte, nur anderer Stil gemacht. Wenn euch die Idee gut gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über ein Like freuen. Gerne kannst du auch meinen Kanal abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Da würde ich mich natürlich auch riesig freuen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln. Hab eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. My creativity, it's always